Die Affäre um rassistische Liederbuchtexte der Burschenschaft Germania erschüttert auch die österreichischen Sozialdemokraten. Einer der Verdächtigen ist demnach ein ranghohes Mitglied der SPÖ, bestätigte die Partei. Diese schloss den Mann am Dienstagabend aus. Rassistisches Gedankengut sei mit der SPÖ nicht vereinbar, so die Begründung. Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen ihn und drei weitere Mitglieder der Burschenschaft Germania nach dem NS-Verbotsgesetz. Das ausgeschlossene SPÖ-Mitglied soll in den 90er Jahren die Illustrationen des umstrittenen Liederbuchs gestaltet haben. Darin heißt es unter anderem: Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million, in Anspielung auf die mehr als 6 Millionen ermordeten Juden im Zweiten Weltkrieg. In der Liederbuchaffäre war zuletzt der FPÖ-Spitzenkandidat für Niederösterreich Udo Landbauer unter Druck geraten. Als stellvertretender Germania-Vorsitzender will er von den NS-verherrlichenden Liedtexten allerdings nichts gewusst haben. Als die Vorwürfe wenige Tage vor der Landtagswahl in Niederösterreich bekannt wurden, legte Landbauer sein Amt in der Burschenschaft nieder.